Ja, hallöchen Leute, willkommen zurück bei Dead by Daylight. Und heute gibt es zwei Folgen, denn die letzte Folge war ja ziemlich kurz und ja, deswegen gibt es noch eine Laurie-Folge. Ich habe ein bisschen was am Setup geändert und zwar habe ich mir im Blutnetz den Anführer geholt, ja. Den habe ich gegen den Strike ausgetauscht, denn wir wollen mal von dieser... Ich bin wie jeder andere Survivor und nutzen Strike-Schiene runter. Ich meine, der Strike hat uns bis jetzt gute Dienste geleistet, aber wir müssen auch mal was anderes ausprobieren, nicht? Und der Anführer ist halt in dem Sinne gut, dass wir schneller Generatoren reparieren oder andere in unserer Umgebung, ja? Leute im Umkreis von 8 Metern oder so sind ein paar Prozente schneller. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Und ich bin der Meinung, der Anführer wirkt auch auf mich selber? Nein. Okay. Gut. Das heißt, Teamarbeit ist gefragt. Super, dass ich weiß, wo die anderen sind. Oder wirkt er auf Stufe 3 auf mich selber? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ich war der Meinung, dass das funktioniert. Aber naja, ist auch nicht so wild. Wir helfen auch gerne den anderen dabei. Ja. Beispielsweise wird dadurch ja auch schneller, werden wir schneller geheilt, wenn wir geheilt werden von anderen. Und daher, wen juckt's, ob's nur uns hilft oder nur den anderen und uns nicht oder auch uns. Uns wäre natürlich noch geiler, aber... Und es ist ein Ledernacken. Ah, die letzte Runde war ja gegen Michael, war, naja, so semi-erfolgreich. Wir haben überlebt. Mal schauen, was der Ledernacken sagt. Wenn wir hier die Gens durchwaschen. Es gibt auf jeden Fall doppelte Blutpunkte. Jemand hat eine Partyschlange gedroppt. Finde ich nice. Miau und weg. So. Hier wieder ein bisschen sneaky unterwegs sein. Na, ihr könnt mich ja sehen. Ich schätze mal, der wird da hinten irgendwo hin sein. Ich hau mir mal den Generator hier noch durch und dann gucken wir mal, ob der Keller hier ist und ich mir ein Item snacken kann. Wobei gegen den Ledernacken ein Item im Keller holen ist so gar nicht die beste Idee. Aber naja. Wir riskieren es einfach. Alter! Gen Rush over 9000, würde ich sagen, wa? Dann kloppen wir das Ding hier jetzt durch und dann... Guck mal, er hat sich befreit, die hat einen Strike, schätze ich mal. Oder einer hat eine Taschenlampe mit, nee, da hatte keiner eine Taschenlampe mit. Einer hat im letzten Moment auf Medikit gewechselt, ja. Also, die hat im letzten Moment auf eine Claudette getauscht. Oh! Okay, ich gehe dann doch nicht in den Keller, um mir ein Item zu snacken. Er tunnelt sie. Oder auch nicht. Ledernacken, was hältst du davon, wenn wir ein bisschen Spaß haben? Und ich mich weiter am Generator versuche. Den habe ich jetzt so schön durchgekloppt, der wird nicht zurückgesetzt. Sehe ich gar nicht ein.
Hau mal ab! Aua, aua, aua! Uah! Palettenvakuum. Ja, dann ziehe ich halt hier noch die Selbstheilungsschiene durch. Hau mal ab, Bro. Sie zu retten wird jetzt halt mega assi, ne? Weil Ledernacken und Keller. Ich gehe zum Ausgang. Ich lass den Anti-Mate raushängen. Aber das, das Risiko ist so hoch, dass er halt in den Keller kommt und mich wegschnitzelt. Weg, dingelingelingdongt. Oh, der Ausgang ist offen. Ich hatte gehofft, ich kann den Ausgang noch öffnen, damit ich ein paar Punkte kriege. Oh, ein Item. Nimm ich doch gerne mit. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Lori mag Geschenke. Gut, wir gehen mal gucken, ob der andere Ausgang schon geöffnet ist. Ja, der ist geöffnet. Das sehe ich von hier. Mit meinen scharfen Adleraugen. Es tut mir leid. Wer auch immer du warst. Claudette oder Mac. Woo. Wieder vereint. Wir hätten auch stehen bleiben können, er hätte die Säge zücken können und uns alle nochmal umhauen können, ne? Naja. Damit haben wir hier noch eine sehr kurze Runde. Ja, hat mir so ein bisschen gefallen, die Runde. Ja, was habe ich an Points gekriegt? GG, oh, sie schreibt GG. Und er haut gleich ab. Oh, er hatte Franklins dabei. Ja, die Oma hat ein bisschen Glück gedroppt. Ein bisschen ist gut. Deutlich sogar. 12.000 Punkte habe ich dennoch gemacht, Alter. Das kommt einem gar nicht so vor. Boah, der hatte 1.000 Stunden, der Killer. Okay. Was habe ich jetzt eigentlich mit den 23.000 mit den Luftschlangen? Ja, kommt hin. Ich habe knapp 8.000 vorhin ausgegeben für das Item. Für den Anführer. Ja, damit ist auch diese kurze Folge wieder beendet. Heute gab es also zwei Survivor-Folgen. Ich werde gucken, momentan kommt ja normalerweise täglich eine Folge. Ich werde gucken, dass ich vielleicht täglich zwei Folgen hinkriege. Ich kann da aber nichts versprechen. Es kommt wirklich drauf an, wie ich Zeit habe. Und momentan habe ich noch keinen Urlaub. Das spielt auch noch mit hinein. Im Urlaub kann ich wieder vorproduzieren und dann mal schauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge einschaltet. Und bis dahin, hauen sie rin. Ach ja, und heute Abend, wenn alles gut läuft, Stream einschalten. Also, bye bye!